Früher wurde nicht so schnell geschossen und er hatte bei den Rockern das Sagen. Frank Hanebuth, Deutschlands Chefhöllenengel, regierte von Hannover aus. Ein Rotlichtpate mit Beziehungen bis in die Mitte der Gesellschaft und europaweitem Einfluss bei den Rockern. In Spanien greifen die Behörden dann durch. Vor knapp einem Jahr wird Hanebuth auf Mallorca verhaftet. Seitdem sitzt er im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Jetzt kämpfen Nachfolger um den Chefposten bei den Rockern. Zum Beispiel Neko A., frühere Rotlichtgröße aus Köln. Im Internet präsentiert er sich als internationaler Anführer, rekrutiert Rocker sogar in der Türkei. Gesellschaft und europaweitem Einfluss bei den Rockern. In Spanien greifen die Behörden dann durch. Früher wurde nicht so schnell geschossen und er hatte bei den Rockern das Sagen. Frank Hanebuth, vor knapp einem Jahr wird Hanebuth auf Mallorca verhaftet. Seitdem sitzt er im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Jetzt kämpfen Nachfolger um den Chefposten bei den Rockern. Zum Beispiel Neko A., frühere Deutschlands Chefhöllenengel, regierte von Hannover aus. Ein Rotlichtpate mit Beziehungen bis... Früher wurde nicht so schnell geschossen und er hatte bei den Rockern das Sagen. Frank Hanebuth, Deutschlands Chefhöllenengel, regierte von Hannover aus. Ein Rotlichtpate mit Beziehungen bis in die Mitte der Gesellschaft und europaweitem Einfluss bei den Rockern. In Spanien greifen die Behörden dann durch. Vor knapp einem Jahr wird Hanebuth auf Mallorca verhaftet. Seitdem sitzt er im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Jetzt kämpfen Nachfolger um den Chefposten bei den Rockern. Zum Beispiel Neko A., frühere Rotlichtgröße aus Köln. Im Internet präsentiert er sich als internationaler Anführer, rekrutiert Rocker sogar in der Türkei. Gesellschaft und europaweitem Einfluss bei den Rockern. In Spanien greifen die Behörden dann durch. Früher wurde nicht so schnell geschossen und er hatte bei den Rockern das Sagen. Frank Hanebuth, vor knapp einem Jahr wird Hanebuth auf Mallorca verhaftet. Seitdem sitzt er im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Jetzt kämpfen Nachfolger um den Chefposten bei den Rockern. Zum Beispiel Neko A., frühere Deutschlands Chefhöllenengel, regierte von Hannover aus. Ein Rotlichtpate mit Beziehungen bis... Früher wurde nicht so schnell geschossen und er hatte bei den Rockern das Sagen. Frank Hanebuth, Deutschlands Chefhöllenengel, regierte von Hannover aus. Ein Rotlichtpate mit Beziehungen bis in die Mitte der Gesellschaft und europaweitem Einfluss bei den Rockern. In Spanien greifen die Behörden dann durch. Vor knapp einem Jahr wird Hanebuth auf Mallorca verhaftet. Seitdem sitzt er im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Jetzt kämpfen Nachfolger um den Chefposten bei den Rockern. Zum Beispiel Neko A., frühere Rotlichtgröße aus Köln. Im Internet präsentiert er sich als internationaler Anführer, rekrutiert Rocker sogar in der Türkei. Gesellschaft und europaweitem Einfluss bei den Rockern. In Spanien greifen die Behörden dann durch. Früher wurde nicht so schnell geschossen und er hatte bei den Rockern das Sagen. Frank Hanebuth, vor knapp einem Jahr wird Hanebuth auf Mallorca verhaftet. Seitdem sitzt er im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Jetzt kämpfen Nachfolger um den Chefposten bei den Rockern. Zum Beispiel Neko A., frühere Deutschlands Chefhöllenengel, regierte von Hannover aus. Ein Rotlichtpate mit Beziehungen bis... Früher wurde nicht so schnell geschossen und er hatte bei den Rockern das Sagen. Frank Hanebuth, Deutschlands Chefhöllenengel, regierte von Hannover aus. Ein Rotlichtpate mit Beziehungen bis in die Mitte der Gesellschaft und europaweitem Einfluss bei den Rockern. In Spanien greifen die Behörden dann durch. Vor knapp einem Jahr wird Hanebuth auf Mallorca verhaftet. Seitdem sitzt er im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Jetzt kämpfen Nachfolger um den Chefposten bei den Rockern. Zum Beispiel Neko A., frühere Rotlichtgröße aus Köln. Im Internet präsentiert er sich als internationaler Anführer, rekrutiert Rocker sogar in der Türkei. Gesellschaft und europaweitem Einfluss bei den Rockern. In Spanien greifen die Behörden dann durch. Früher wurde nicht so schnell geschossen und er hatte bei den Rockern das Sagen. Frank Hanebuth, vor knapp einem Jahr wird Hanebuth auf Mallorca verhaftet. Seitdem sitzt er im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Jetzt kämpfen Nachfolger um den Chefposten bei den Rockern. Zum Beispiel Neko A., frühere Deutschlands Chefhöllenengel, regierte von Hannover aus. Ein Rotlichtpate mit Beziehungen bis...